Wir warten hier auf das Spiel zwischen Tommy Haas und Roger Federer. Aber was es bisher gegeben hat an diesem achten Tag, das wollen wir einmal schnell für Sie zusammenfassen. Auftakt macht die Begegnung zwischen Kim Clijsters und Francesca Schiavone. Das ist der Matchball für die Belgierin. Hier 2004 im Finale. Auch im achten Match ein Sieg für sie gegen Schiavone. Hat bislang nicht einen einzigen Satz abgegeben. Allerdings hatte sie Probleme im ersten Durchgang. Den konnte sie nur im Tiebreak mit 7-6 für sich entscheiden. Der zweite dann 6-4 an Kim Clijsters, an die aktuelle US Open Siegerin. Und wir haben sie nach diesem Matchball selbstverständlich auch in einem kurzen Interview. Schiavone trotz der Niederlage auf dem Weg in die Top 10, das ist allen klar. Kim, well done. Is it much a prima gemacht, Kim. Gegen wen spielst du im Moment mehr? Gegen die Gegnerinnen oder gegen den eigenen Körper? Also auch selbst wenn ich völlig gesund gewesen wäre, das war schon ein hartes Match gegen Francesca. Und ich musste mich da richtig reinhängen und eine Menge geben, um durchzukommen. Trainierst du auch an den freien Tagen? Nein, an den Tagen nicht, sondern ich konzentriere mich auf die medizinische Betreuung. Außerdem war es ziemlich heiß in den letzten Tagen. Also die Pause hat mir gut getan. Ja, immer diese Verletzungen. Ja, fing in Sydney an, da hatte ich Probleme mit der Hüfte. Da konnte sie zum Viertelfinale gegen Schiavone nicht an. Und wusste auch nicht, was hier in Melbourne passieren würde. Bin bei vielen Ärzten gewesen, habe hier die medizinische Betreuung der WTA in Anspruch genommen und bin froh, dass ich so gut unterwegs bin. Auch die hatte leichtes Spiel, Amélie Mauresmo, keine 52 Minuten, dann war sie durch, 6-1, 6-1 gegen Nicole Vajdišová, 16 Jahre alte Tschechin aus Prag, übrigens in Nürnberg geboren und kurioserweise im Moment auf Rang 16 der Weltrangliste. Vajdišová chancenlos gegen Mauresmo und warum, das verrät sie uns jetzt im Interview. Also, Vajdišová chancenlos und das ist Mauresmo. Wir fragen Sie, was da anders gelaufen ist zu den Matches zuvor hier in Melbourne. Nun, ich habe besser gespielt und sie hat in den Matches zuvor weniger leichte Fehler gemacht. Daraus habe ich den Vorteil gezogen. Ja, schön wieder im Viertelfinale zu sein. Die hat ja hier 99 schon mal umgesetzt, das Finale erreicht. Ich fühle mich prima. Am Anfang des Turniers war es schwerer, aber je länger es dauert, umso besser ist es für mich. Patty Schnieder gegen Miskina. 6-1, 6-2. Der Erfolg für die Schweizerin, die hier im letzten Jahr im Viertelfinale stand, vor zwei Jahren sogar ins Halbfinale kam. Beste Linkshänderin der Welt auf Rang 7, notiert die letzte Linkshänderin, die hier gewonnen hat, 96, Monika Seles. Und Schnieder hatte wenig Mühe mit Miskina, eine Menge Fehler machte, die nie zu ihrem Spiel fand und die immer Probleme hatte mit dieser fantastischen, überrissenen Vorhand von Patty Schnieder. Schnieder locker und leicht weiter, trifft nun in der nächsten Runde auf Amélie Mauresmo, die einzige Französin, die jemals die Nummer 1 der Welt war und noch keinen Grand Slam-Titel gewonnen hat. Das ist ein Match, das uns sehr interessiert hat. Gratulation an Nicolas Kiefer. Hier sein Matchball gegen Juan Ignacio Chela aus Argentinien. Chela, der Mann, der Hewitt rausgeworfen hat
Probleme für Kiefer nur im ersten Durchgang. 7-6, dann 6-3, 6-3. Von der Verletzung nichts zu spüren. Am Ende ist das nur Mimikry bei Kiefer. Ich weiß es nicht, steht nach 98 und 2000 zum dritten Mal hier im Viertelfinale. Ist blendend unterwegs. Gut drauf, in Topform, wie man so schön sagt. Das lässt hoffen für die nächste Runde von Kiefer, der da auf einen Franzosen treffen wird. Auf wen, verrate ich noch nicht. Hören wir erstmal rein ins Interview mit Nicolas. Nicolas, gratuliere zu deinem tollen Sieg. Es schaut so aus, als würdest du von Runde zu Runde besser werden. Ja, ich muss sagen, heute habe ich von hinten besser gespielt, aber nicht so gut aufgeschlagen. Es war natürlich nicht so einfach gegen ihn. Ist schon ein bisschen langsam hier draußen, aber nee, wenn es wichtig wurde, habe ich aggressiv gespielt und toi toi toi, drei Sätze gewonnen, Kräfte gespart. In der ersten Runde bist du schon fast draußen gewesen gegen Schrikerbahn und jetzt stehst du im Viertelfinale. Hast du das erwartet? Na, eigentlich nicht. Auch gerade mit den ganzen Umständen, mit dem Fuß und allem drum und dran, hätte ich nicht gedacht, dass ich so weit komme. Aber jetzt bin ich im Viertelfinale, jetzt möchte ich natürlich versuchen, noch weiter zu kommen. Und ist ein schönes Gefühl, ich werde sicherlich heute genießen, aber morgen geht dann die Konzentration auf Mittwoch. Es war dein 300. Sieg auf... Hast du das überhaupt gewusst? Nein, ich wusste nicht, aber gerade dann, als wir vorgestellt wurden, dachte er, wenn ich gewinne, ist mein 300. Sieg auf ATP Tour, 50. Sieg im Grand Slam. Da dachte ich, oh nein, bitte nicht, sag sowas nicht. Und dann letztendlich ist es mir geglückt und ist natürlich schön, aber umso mehr Sieg, umso besser. Ich wünsche dir viel Glück für die nächste Runde und vielleicht einen 301. Sieg. Ich hoffe es, danke. Danke. Und das wird sein Gegner sein, Sebastian Grosjean, der sich durchsetzte gegen den Landsmann Paul-Henri Mathieu. Mein Gott, mit dem Namen ist man entweder ein berühmter Maler oder ein berühmter Tennisspieler. Mathieu verliert 5-7, 2-6, 2-6 gegen Grosjean. Grosjean also der Gegner von Kiefer in der nächsten Runde. Und das ist sehr interessant aus deutscher Sicht, denn auf Grosjean wird Kiefer womöglich auch beim Davis Cup in Halle Anfang Februar treffen. Übrigens im direkten Vergleich leichte Vorteile für den Franzosen, der hat in 5 Begegnungen 3-mal gegen Kiefer gewonnen. Es war ein Marathon, diese Begegnung zwischen Dominik Rabatti und Nikolai Davydenko, der hier zum Match serviert. Nach 3,5 Stunden, 0-2 Sätze lag der Russe zurück, der übrigens in Salbtal einige Jahre gelebt hat, jetzt in Monte Carlo zu Hause ist. Und er bringt es durch gegen Dominik Rabatti, den Marathonmann des Jahres. Das vierte Match für Rabatti zum vierten Mal, 5 Sätze. Am Ende war es dann doch zu viel für Rabatti und wir haben das Interview. Du weißt nie, was da passiert. Letztes Jahr hat er aufgeben müssen gegen Roddick. Und du weißt nie, was passiert, wie es weitergeht. Er trifft nun in der nächsten Runde auf den Sieger der Partie, Federer gegen Haas. Und er meint, dass das wohl der Schweizer sein wird. Aber er... Einen haben wir noch, liebe Zuschauer, es ist der Höhepunkt des Tages, es ist ein echter Blockbuster, wie die Australier sagen würden, Tommy Haas gegen Roger Federer und wir erinnern uns, vor knapp 2 Wochen, da hat der gute Tommy Haas den Schweizer bezwungen und zwar beim Einladungsturnier in Kyong, also er weiß, an einem guten Tag kann er die Nummer 1 der Welt packen, auch wenn der Schweizer gesagt hat zu uns, es war nur ein Einladungsturnier, ich hatte Jetlag, das wird sich heute alles ändern. Alles weitere jetzt von meinem Kollegen Matthias Stach.